Hannover. Auf dem 890.000 Quadratmeter großen Ausstellungsgelände trafen sich die Repräsentanten der in- und ausländischen Industrie zur großen Hannover Messe 1967. Rund 6.000 Aussteller aus 29 Ländern, darunter in verstärktem Maße Firmen aus dem Ostblock, boten eine interessante Schau moderner Technik. Hier einige Schlaglichter auf Einzelheiten aus der Vielfalt der Eindrücke. Auf dem Stand von Klöckner Humboldt Deutz der Ottomotor, die epochemachende Erfindung des letzten Jahrhunderts. Nicht weit davon ein fahrbares Kraftwerk. Dieses 3000 kW Aggregat könnte im Notfall eine Stadt von 10.000 Einwohnern mit Strom versorgen. Für die Bauwirtschaft wurde ein Mobilbagger entwickelt, dessen Besonderheit der Heckmotor mit 115 PS ist. IBM stellte eine Schreibmaschine vor, die nicht nur Papier beschreibt, sondern auch ein Band liefert, von dem eine Wiedergabemaschine den Text abschreiben kann. Die Mikrofilmkamera nimmt Schrift- oder Bildzeichen auf. Sie werden im Lesegerät sichtbar gemacht. Eine Vervielfältigungsmaschine liefert beliebig viele Kopien. Durch elektronische Impulse ausgelöst erscheint der Flugplan. Bei der AEG sahen wir die modernsten Flugsicherungsradargeräte. Ebenso dieses U-Boot PX-15, mit dem man vor allem Unterwasserforschungen und Arbeiten ausführen kann. Der schnellen und sicheren Beseitigung von Karosserieschäden, die durch Rost oder andere Einwirkungen entstanden sind, dient diese Carplast-Reparaturausrüstung. Löcher werden hier im Handumdrehen beseitigt. Der schnelleren und fehlerlosen Briefbeförderung dient diese Sortieranlage, die elektronisch gesteuert 21.000 Briefe in der Stunde sortieren kann. Licht, das um die Ecke leuchten kann. In diesen Glasfasern wird das Licht immer weiter reflektiert. Keinen Ärger mehr über kalten Kaffee. Die elektrisch beheizte Tischplatte hält ihn warm. Ebenso natürlich auch Speisen aller Art. Ein Wunderland der Technik. Ein imponierendes Schaufenster der Industrie.